Frau Schiffer, dass die Wahrheit das erste Opfer des Krieges ist, ist schon fast eine Binsenweisheit. Wie ausgewogen ist denn die Berichterstattung über den Syrienkrieg und über die mögliche westliche Intervention in Syrien? Die Wahrheit ist natürlich schon vor dem Krieg ein Opfer, aber hier im Krieg natürlich ganz klar auch. Und Syrien ist ein gutes Beispiel da dafür. Ausgewogen kann man, also das Wort stößt sofort auf, weil einfach auffällig ist, wie schnell die Parteinahme stattgefunden hat, obwohl man sich rein sprachlich formal ganz in sehr, ganz korrekt eigentlich distanziert, so nach dem Motto mit Bildern aus nicht gesicherten Quellen oder also man fügt durchaus ein, mutmaßlich, angeblich, sodass klar ist, mit bestimmten Markern, es sind alles keine gesicherten Erkenntnisse. Und dann kommt aber doch immer der Dreh, dass irgendwie das Assad-Regime jetzt für den Giftgasanschlag verantwortlich ist, den es am 21. August gegeben haben soll. Und diese Richtung wird irgendwie, je mehr die speziell US-Regierung in diese Richtung tendiert, auch von den großen Mainstream-Medien immer weniger in Frage gestellt. In medienkritischen Diskursen ist ja viel derzeit von Dämonisierungskampagnen gegen Syrien die Rede. Und es ist ja nicht das erste Mal, dass das passiert. 1992 hat das Time Magazine den Ausdruck der Schlechter vom Balkan über den damaligen serbischen Präsidenten Slobodan Milosevic geprägt. Und dieser Terminus, der Schlechter von Syrien oder die Schlechter von Syrien, den findet man auch heute wieder im Spiegel Online, im Tagesspiegel, in der Bild-Zeitung. Wiederholen sich denn die Schemata? Die Schemata wiederholen sich ganz eindeutig, ja. Also mit solchen Benennungen, Nominationen, die personalisieren einerseits und dämonisieren. Man hat ja den Eindruck, man müsse Assad treffen, also den Schlechter, den Bösewicht schlechthin. Derjenige, der sein eigenes Volk bekämpft, das ist ein Slogan fast geworden. In Libyen war das der Fall, dann auch im Irak. Und auch aus Partnern, wie sie dann zu Diktatoren wurden in der Sprache. Vorher hießen sie noch Präsident. Und je nach politischer Stimmungslage wird dann daraus ein Diktator und eben ein Bösewicht, mit welchen Begriffen auch immer. Und das Auffällige ist, wenn man mal über die Karten, über die Länder der Region schaut, gibt es ja nur noch genügend Diktatoren in der Umgegend und nun wahrlich keine menschenfreundlichen Systeme. Ich denke da mal an Saudi-Arabien beispielsweise, das ist wohl das reaktionärste in der ganzen Gegend, die aber offensichtlich wichtige Bündnispflichten erfüllen und deswegen nicht in diesen Ruch kommen, eben mit solchen Begriffen belegt und damit dämonisiert zu werden. Ich würde mal sagen, das kann sich je nach Änderungen der politischen und vor allen Dingen der wirtschaftlichen Interessenlage sehr schnell ändern. Nun ist es in Deutschland ja so, dass die Bundesregierung den US-Kurs weitgehend zumindest unterstützt. Weshalb unterscheidet sich der mediale Diskurs denn so wenig vom offiziellen politischen Regierungsdiskurs? Ich würde sagen, der hat sich teilweise tatsächlich sogar unterschieden, indem er nämlich noch kriegstreibender war als die offizielle Politik. Also das war ja in Libyen ganz extrem auffällig. Das ist jetzt in Syrien anfangs auffällig gewesen. Es ist immer wieder sehr schnell in den Talkshows auch Politiker interviewt worden mit der Fragestellung, wie lange wollen wir denn noch zugucken? Dahinter verbirgt sich ja, dass wenn man hinguckt, man quasi militärisch eingreift. Also hingucken als Euphemismus für Krieg, ja. Irgendwelche anderen Optionen, zum Beispiel mal ein Embargo für Waffenlieferungen, denn es ist ja bekannt, dass die eine Seite aus Osten, die andere Seite aus dem Westen beliefert wird, man also diesen Bürgerkrieg dort regelrecht anfacht und man könnte sogar so weit gehen, sagen, vielleicht sogar von außen initiiert und forciert hat, dass man diese Dinge natürlich auch im Sicherheitsrat, in der UN besprechen könnte, auch mit dem Regime, mit den Gegnern an einem Tisch. Aber solche Optionen stehen irgendwie kaum in der öffentlichen Debatte. Und da hatte ich den Eindruck, sind unsere Medien fast mit einer Art vorauseilendem Gehorsam unterwegs, so im großen und ganzen Tenor. Es gibt natürlich auch immer einige kritische Stimmen. Und
Aber inzwischen auch scheinen Regierungskurs und Mediendiskurs wieder auf einer Linie zu sein. Und das ist ja etwas, was wir schon seit langer Zeit beobachten. Mir fällt da immer das Beispiel Ulrich Tilgner ein, der ja das ZDF verlassen hat vor einigen Jahren, weil er vor Ort im Iran und in Afghanistan Dinge gedreht hat, Bilder aufgenommen hat, Berichte geschrieben hat, die er einfach in Deutschland nicht in den Medien untergebracht hat. Oder sie kamen zu irgendeiner anderen Zeit, in einem anderen Kontext, dass sie eigentlich die Bedeutung wieder verändert hatte. Frau Schäfer, gleichzeitig ist es ja aber doch so, dass politische Organisationen und Akteure wie derzeit beispielsweise der German Marshall Fund, eine US-amerikanische Lobbyorganisation, oder auch deutsche parteinahe Stiftungen gezielt sogenannte Syrien-Experten Redaktionen zum Gespräch anbieten. Wird die mediale Agenda denn durch diese politischen Akteure beeinflusst oder inwieweit wird sie beeinflusst? Also das scheint mir die Spitze des Eisberges zu sein, jetzt mal konkret ein paar Akteure zu nennen, die halt PR-Material eigentlich in den Diskurs einspeisen, O-Töne anbieten in gewisser Weise, entweder direkt schon aufbereitet oder aber immerhin noch die Telefonnummer, dass man selber fragen und aufnehmen kann, aber dann natürlich eine gewisse Auswahl klar sein muss. Und das sind Tendenzen, die beispielsweise auch das Netzwerk Recherche seit Jahr und Tag anmahnt, dass einfach immer mehr Lobby- und PR-Arbeit in den Journalismus eindringt, dass man ausgedünnten Redaktionen die Arbeit erleichtert, indem man Material vorfertigt. Ich glaube, es war jetzt auch die verschiedenen Parteien machen das auch. Sie schicken praktisch schon fertige Interviewteile in die Welt hinaus, um jetzt zum Beispiel die Wahlstimmen vor der Wahl anzubieten. Das erleichtert in Anführungsstrichen die Arbeit, aber es ist natürlich eine Tendenz da dahinter, das ist ganz klar. Es gibt Interessen. Man weiß, für was bestimmte Thinktanks stehen. Das wäre dann die Aufgabe des Journalismus, das zu recherchieren. Und also wir haben da zwei Dinge. Einerseits die Frage von Interessengruppen, Lobbyisten, Thinktanks. Welche Interessen haben Sie? Was speisen Sie in den Diskurs ein? Sind sie auf Regierungslinie oder auf einer anderen? Könnten sie ja theoretisch gesehen auch sein. Wer sind das? Und dann auf der anderen Seite natürlich eigentlich Medien als klassische vierte Gewalt, diese offizielle politische Linie in Frage zu stellen auch. Das scheint insgesamt immer weniger stattzufinden. Das ist gerade die Nähe der Hauptstadtredaktion, die ja entscheidet, was dann durch den Filter von dem vielen Material letztendlich dann durchkommt und tatsächlich gesendet wird, dann einen ganz entscheidenden Faktor am Schluss hat, was authentisch sein kann und was zwar auch gesagt wurde, aber wem man nicht glaubt. Bei den Jugoslawienkriegen Anfang der 90er Jahre und Mitte der 90er Jahre haben einige deutsche Medien, vor allem Printmedien, noch auf das Dilemma hingewiesen, dass viele der Quellen, die sie haben, im Grunde genommen ja nicht überprüfbar waren. Sind die Hemmnisse dort geschwunden im Umgang mit Quellen aus Krisen und Kriegsgebieten? Ich würde sagen, das ist so ein bisschen eine zweischneidige Entwicklung. Formal wird das auch gemacht. Es wird durchaus gesagt, wir können die Authentizität des Videos nicht überprüfen oder wir wissen nicht, wer es ins Netz gestellt hat. Im Zusammenhang jetzt mit dem Giftgas-Angriff wurde durchaus darauf hingewiesen, dass die Beiträge zu frühen Zeitpunkt ins Netz gestellt wurden, aber das wiederum nur in alternativen Medien und ja quasi damit auch ihre Authentizität in Frage steht. Was auffällig ist, ist, dass es durchaus schon mal gelingt, dass kritische Berichte, kritische Fragestellungen auch durchkommen, auch in den allgemeinen Mediendiskurs. Aber interessant ist jetzt ganz aktuell bei dem Beispiel Syrien, ja, dass es einige Journalisten gibt, die sehr kritische Fragen stellen, die auch in, ich sag mal, normalen Medien kommen, also nicht dem, was man jetzt so dem politisch linken Spektrum oder bestimmten Online-Medien, Aktivisten-Medien oder sonst einen Zugriff zuordnet. Und dass da aber keine Aufnahme des Themas erfolgt. Also dass es einfach nicht weiter zitiert wird, dass es nicht wiederholt wird, dass daraus nicht dieser Wiederholungseffekt entsteht, den wir sehr oft haben, dass man, wenn man morgens Nachrichten gehört hat, eigentlich bis abends dieselbe Art Wiederholung in gleicher Manier serviert bekommt von den lokalen Radiosendern bis hinein in die Tagesthemen.
Und vielleicht etwas ausführlichere kritische Berichte am nächsten Tag dann noch in verschiedenen Zeitungen durchaus zu finden sind, aber die nicht auf der gleichen aufmerksamkeitsrelevanten Stelle platziert sind. Die kommen dann oft im Innenteil, bilden keine Schlagzeilen und haben einfach nicht den gleichen Impetus wie diese ständig wiederholten Eindrücke, die wohl nach dem bekannten Wissen über Propaganda natürlich so wirken, dass Wiederholen überzeugen darstellt. Also je öfter man etwas gehört hat, umso plausibler scheint es den Leuten zu erscheinen. Nun arbeiten Medien aber natürlich auch unter einem hohen Konkurrenzdruck. Ist es einer deutschen Tageszeitung, einem deutschen Sender überhaupt möglich, auf zweifelhafte Quellen, wenn sie dann spektakuläre Bilder liefert, zu verzichten? Sagen wir mal so, wenn sehr emotionale Bilder durchgekommen sind, dann kann man dieses Thema eigentlich nicht, das kann man nicht korrigieren in dem Sinn. Ich erinnere mal an einen anderen Fall, das Bild von der Bibi Aisha, der die Nase abgeschlagen wurde in Afghanistan. Das Bild ist ja zu einem Zeitpunkt in den Medien aufgetaucht, als WikiLeaks gerade das sogenannte Afghan Diary veröffentlicht hatte und eine Debatte begonnen hatte, ob man nicht aufgrund der Menschenrechtsverletzungen, die unsere Truppen dort verüben, ob man nicht die Truppen abziehen müsse. Kurze Zeit später tauchte dieses Bild auf und es war dann auch relativ schnell klar, dass es das Interesse der Fotografin und ihres Mannes war, der eben da bestimmte Hilfsprojekte in Afghanistan laufen hatte und nicht so eine Debatte nicht wollte, weil die Spendengelder eingebrochen waren. Das führt aber zu nichts mehr, weil die Emotionalität dieser Bilder, die dann durch alle Medien ging, ist einfach so stark, dass man das im Grunde genommen nicht mehr richtig einfangen kann. Und der Ruch ist ja dann auch geblieben, so ungefähr. Die Debatte war weg, Truppenabzug oder nicht, sondern ganz gemäß einigen auch Strategiepapieren, die ja auch WikiLeaks veröffentlicht hatte, mit dem Hinweis auf das Schicksal von Frauen, Unterdrückung oder Frauenmisshandlungen durch die Taliban und so Bereitschaft für diesen Kriegseinsatz zu erzeugen. Es gibt natürlich viele Bilder aus den Kriegs- und Krisengebieten in der arabischen Welt, aus Ägypten, auch aus Syrien, und viele davon sind diese berühmten Handyvideos, die oft von Aktivistenseite, von Rebellenseite den Medien gezielt zugespielt werden. Nun sind das ja direkte, authentische Aufnahmen von vor Ort. Schafft das denn, und Sie haben es eben schon angesprochen, ein objektives Bild von der Lage vor Ort? Das ist eben, das muss man sich immer klar sein, alles, was gezeigt wird, sind nur Ausschnitte. Klingt schlimm, aber es ist so. Wir haben das immer wieder zu verschiedenen Krisenzeiten gesehen. Natürlich durch Nahaufnahmen, dass dann auch entsprechende Dramatik erzeugt werden kann. Und natürlich haben Aktivistengruppen Interesse daran. In ihrem Interesse, entweder sind sie für Assad oder gegen Assad, für die sogenannten Rebellen, auch ein schöner Euphemismus. Die heißen ja in anderen Medienkontexten meistens Terroristen. Für diese Leute kann man sein, je nachdem kann man davon ausgehen, dass man gezielt dann auch die Bilder aussucht. Man hat vielleicht viel gefilmt auf dem Handy, aber man sucht gezielt ein paar besonders emotionale, besonders eindrückliche Szenen aus, um die dann ins Netz zu stellen, und dem kann man sich wie nicht entziehen. Wenn man sowas jetzt anfängt zu besprechen und dann natürlich in Frage stellt, diese sehr emotionale Version, oder hat jemand Zivilisten umgebracht und wir müssen den jetzt bestrafen, das ist übrigens relativ neu, dass wir neuerdings einen Diktator bestrafen mit so einer Militäraktion. Ja, meistens wurde noch kolonialer Diskurs, die Strafexpeditionen gab es ja zu kolonialen Zeiten. Ja, und so offen war es eigentlich nicht. Es wurden dann immer noch Menschenrechte verteidigt oder weitere schlimme Aktionen verhindert, also im Sinne des Humanitären behauptet, dass man eingreifen müsste. Das fing ja damals mit den Balkankriegen an, dass wir uns an diesen humanitären Spin gewöhnt haben. Und hier wird ganz offen von Bestrafen gesprochen. Und wer jetzt sozusagen sagt, ja, aber was sind das für Opfer und wie ist das zustande gekommen? Also solche Fragen stellt, um den Sachverhalt zu klären, das klingt ja schon fast kaltherzig. Das ist jeder Mensch, der da umkommt, und es sind nun wirklich schon sehr, sehr viele. Über all die Jahre, das ganze Land ist zerstört, polarisiert. Ich habe in den 90er Jahren in Syrien gearbeitet, also mir tut das in der Seele weh, weil ich gesehen habe, wie die Menschen zusammenleben, welche Normalität es gab. Und das wird nie wieder, das ist zerstört, das wird nie wieder zu reparieren sein. Da ist so nachhaltig eingegriffen worden, die verschiedenen Gruppen gegeneinander ausgespielt worden, dass
tut einem in der Seele weh. Und trotzdem muss man natürlich gerade als Journalist die kritischen Fragen, die Sachverhalte ganz hinterfragen und klären. Frau Schiffer, nochmal einen Schritt zurück zu den Handyvideos, die aus Syrien ja jede Woche mehrfach hier zu sehen sind. Viele Redaktionen strahlen diese Bilder aus und schreiben dann dazu oder drucken Screenshots von diesen Videos und schreiben dann dazu oder sagen dazu, wir können die Echtheit dieser Bilder nicht überprüfen. Wir haben es ja eben schon angeschnitten. Sichert das denn die Redaktion ab? Ich denke in der Kombination Bild-Text nicht. Das hat eigentlich Bernhard Wember schon deutlich gemacht mit seiner Textbildschere. Wir haben es ja hier mit zwei Codesystemen zu tun. Auf der einen Seite einen rationalen Diskurs, der sagt, glaube den Bildern nicht, die du jetzt siehst. Und dann sieht man Bilder, die einen auf einer ganz anderen Ebene berühren, völlig emotional und Erschrecken erzeugen. Das kann man dann nicht mehr, man kann sich vielleicht sagen, oh Gott, was Schreckliches passiert den Menschen. Und wer auch immer das getan hat, der gehört bestraft, eigentlich ja vor Gericht, was ja unsere richtige Bestrafung wäre in Rechtsstaaten. Das fände ich eine natürliche Reaktion. Das weiß man auch, wenn man solche Bilder zeigt. Aber wenn man dann natürlich noch suggeriert im nächsten Nebensatz, vermutlich war es das Regime oder aus militärischen Gründen über solche Techniken verfügt eigentlich nur solche eingestreuten Nahelegungen dann, die fegen natürlich diesen Distanzierungseffekt von dem, wir wissen eigentlich nicht, welche Quelle das Bild hat oder wo die Szene überhaupt aufgenommen wurde, wer genau gezeigt wurde, wer daran beteiligt ist, das fegt das natürlich weg wie Wind. Was sind also die Gegenstrategien und was sind die Perspektiven für diese Kriegs- und Krisenberichterstattung? Ja, ich bin nicht so optimistisch, wenn man sieht, dass immer mehr Stellen in der PR geschaffen werden, immer weniger im Journalismus sind, dass wir es immer noch nicht geschafft haben, eigentlich ein Mediensystem zu etablieren, das gerade in Deutschland unserem ja offiziellen Auftrag auch gerecht werden kann, nämlich zu informieren, zu bilden. Das sind ja Ziele, die nicht unbedingt marktkonform sind, aber Medien ja auf so einer gewissen wirtschaftlichen oder Quotenebene dann eben erfolgreich sein müssen. Da ist so eine Lücke im System, die haben auch wir nicht geschlossen. Und es ist eigentlich manchmal gar nicht so schwierig. Es gibt ja auch Journalisten, denen das immer wieder gelingt, wie so ein bisschen rauszugehen aus diesem nahen Fokus, sich versuchen, das Weitere anzugucken, zu gucken, ist eigentlich der Frame, der Rahmen, der Tunnel, auf den wir blicken, ist das überhaupt die relevante Einstellung? Ich habe mich zum Beispiel gefragt, warum die Muslimbrüder nach der sogenannten Arabellion plötzlich die gemäßigten Islamisten waren. Vorher waren das ja alles ganz böse, da waren sie gemäßigt. Inzwischen sind sie ja wieder die Bösen, also man nennt zumindest nicht durchgängig diesen Militärputsch in Ägypten Militärputsch, sondern man hat dann andere Wege gefunden, um das irgendwie doch zu akzeptieren und zu rechtfertigen. Also ein mehrfacher Wechsel des Diskurses. Ja, das war über die Jahre zu beobachten, dass sozusagen die Sicht auf die Muslimbrüder, und ich habe mich gefragt, warum eigentlich? Und ich denke, das ist so eine Grundfrage, der man ja dann aus journalistischer Sicht mal nachgehen kann. Und wenn man das tut, dann kommt man eigentlich auf ganz andere Aspekte als diese üblichen Frames, in denen wir das wahrnehmen. Ist das jetzt religiös motiviert oder nicht religiös? Und welches sind die Kräfte? Das haben wir so gelernt, alles da unter dem Islam-Frame zu sehen. Aber wenn man mal den Weg der Muslimbrüder verfolgt, inwiefern sie zum Wirtschaftssystem kompatibel sind, neoliberaler Ausrichtung oder eben nicht, dann könnte man durchaus eine Korrelation herstellen zwischen dieser positiven Bewertung und der jetzt wieder negativen. Also Morsi hat wohl kurz vor seinem Sturz in Frage gestellt, diesen EWF-Kredit zu unterschreiben, der im Raum stand. Das Land stand vor dem Bankrott. Und das war auch klar, den Menschen geht es viel schlechter als zu Beginn der sogenannten Revolution. Und es ist natürlich eine gute Zeit für bestimmte, ich sag mal, Economic Hitmen, in dieser Zeit zu versuchen, Strukturen zu schaffen, die nachhaltig für Geldflüsse sorgen, wie man sie aus Großkonzernsicht gerne hätte. Und man könnte mal genauer prüfen, wo waren die Muslimbrüder, wo sah es aus? Sie halten sich daran, sie sind da gewinnbar für diese Strategie und wo ist das vielleicht gekippt?
Und da mal den Mediendiskurs zu verfolgen, inwiefern die positive und die negative Bewertung damit korrelieren. Ich habe den Eindruck, da gibt es einen Zusammenhang, wenn man das jetzt so über die Jahre verfolgt. Man müsste das genauer erforschen. Solche Studien habe ich nicht gefunden, gibt es bisher nicht. Und ich denke mir, für einen Journalisten, der jetzt hier täglich seine Nachrichten liefern muss, die aktuellen Ereignisse schnell zusammenfasst, die über verschiedene Agenturen kommen, vielleicht noch einen O-Ton sich holt oder im besten Falle zwei, ist dann so eine große aufwendige Recherche wahrscheinlich gar nicht finanzierbar, zumindest nicht als Freier, dass man das dann an Medien verkauft, die es bringen. Wir sind hier schon wieder im Warendiskurs. Um dann auch mal die übliche Sicht zu konterkarieren. Da bin ich wenig optimistisch, dass es uns gelingen wird, so einen Interpretationswagen, der einmal auf ein Gleis gesetzt wurde, wie jetzt hier in Syrien oder damals in Ägypten und Libyen beispielsweise oder Irak, das dann nochmal zu korrigieren. Wenn große Interessen da sind, die ja ganz offensichtlich im Spiel sind, da scheinen mir die Medien ihrer Macht nicht bewusst zu sein, sondern eher jetzt auch eine marktkonforme Rolle übernommen zu haben. Herr Schiffer, wir zumindest bleiben am Ball. Wir werden noch einmal darüber reden. Ich danke Ihnen erstmal fürs Interview. Gerne.